Herzlich willkommen bei Moderne Wellness. Wir wollen Ihnen heute einen Überblick geben über häufig gestellte Fragen zum Thema ästhetischer plastischer Chirurgie. Kann bei jedem Menschen eine Schönheitsoperation durchgeführt werden? Grundsätzlich ist es möglich, bei vielen Menschen eine Veränderung herbeizuführen. Allerdings nicht immer. Es gibt medizinische Faktoren, die dagegen sprechen. Es gibt aber auch Personengruppen, wo es sinnvoller ist, keinen Eingriff vorzunehmen. Grundsätzlich erkennen Sie einen guten Arzt nicht daran, dass er alles operiert, sondern Sie erkennen auch einen guten Arzt daran, dass er auch Eingriffe ablehnt. Beispiele von Personen, die eigentlich nicht behandelt werden sollten, wenn keine medizinische Notwendigkeit vorliegt. Patientinnen, die schwanger sind oder sich in der Stillzeit befinden, minderjährige Patienten, Patienten, die eine übertriebene oder unrealistische Erwartungshaltung haben, sprich der Veränderungswunsch überhaupt nicht der Realität entspricht oder man sehr schnell erkennt, dass hier falsche Vorstellungen über den Eingriff da sind. Patienten, die Ärztehopper sind, leider haben wir sehr viele davon zurzeit. Hier einen Appell an den Patienten, auch das ist ein Punkt, der für lange Wartezeiten führt. Patienten, die unter Zeitdruck stehen, sprich wenn vom Anfang an zu sehen ist, dass eine Heilung nicht vollzogen werden kann oder nicht dementsprechend sinnvoll vollzogen werden kann. Auch hier sollte man sagen, lieber keine OP oder keine Durchführung der Behandlung. Dann gibt es Patienten, die kommen in die Praxis und sagen, es soll nur diese Behandlung mit dieser Methode sein. Jeder vernünftige Facharzt wird sagen, nein, ich trage die Verantwortung für den Eingriff, also entscheide ich auch, welche OP-Art, welche Behandlungsart sinnvoll ist und lass mir das nicht vom Patienten vorschreiben. Man macht es im Dialog, man spricht miteinander, welche Möglichkeiten es gibt und erarbeitet dann miteinander eine Behandlungstherapie bzw. einen Therapieplan. Ein Grund, der auch gegen die Durchführung einer Schönheitsoperation sprechen kann, sind Vorliegen von medizinischen Gründen oder wenn die Erfolgsaussichten zu niedrig sind im Verhältnis zum Risiko. Auch dann sagt man nein. Dann gibt es Patienten, die wollen im Ausland die Produkte einkaufen und wir sollen es einsetzen. Auch hierzu sagen wir nein. Und dann gibt es Patienten, die 2, 3, 4, 5 Termine immer wieder ausmachen und absagen. Und wenn wir merken, dass ein Patient unzuverlässig ist, auch hier nehmen wir Abstand davon, weil das sind wir unseren anderen Patienten schuldig, dass wir auch vernünftig planen können und auch dementsprechend da sind. Auf was sollten Sie achten, wenn Sie Ihren Facharzt wählen? Grundsätzlich sollten Sie immer auf den Facharzttitel achten. Begriffe, die umgangssprachlich bekannt sind, wie zum Beispiel Schönheitschirurg, ästhetischer Chirurg, Beauty-Klinik, Schönheitsklinik etc. sind alle ungeschützt. Lassen Sie sich bei der Arztwahl oder beim Gespräch beim Arzt immer den Arztausweis zeigen und fragen Sie eventuell, wenn Sie Zweifel haben, bei der jeweiligen Fachgesellschaft nach. Wir erleben es leider immer wieder, dass bei Angeboten im Internet Personen sich vorstellen, die mit Facharzt- oder Doktortiteln werben, die sie nicht besitzen. Ebenso in Foren, Webseiten, Facebook, Twitter oder den anderen Medien. Seien Sie immer vorsichtig und achten Sie auf folgende Punkte. Erst einmal die Qualifikation des Facharztes. Prüfen Sie den Lebenslauf oder schauen Sie sich den Lebenslauf an. Wenn hier zeitliche Auffälligkeiten da sind, sollten Sie vorsichtig sein. Ebenso, wenn Verkaufsdruck gemacht wird. Sprich, Sie müssen sich bis Dienstag entscheiden. Das Angebot gilt nur noch bis Montag. Wir haben nur noch einen Termin frei, ansonsten geht nichts mehr, etc. Bei Sonderangeboten, wenn Sie finden, sollten Sie auch immer vorsichtig sein. Grundsätzlich gilt immer bei den Kosten die Gebührenordnung für Ärzte. Und die richtet sich nicht nach Januar, Februar, März, April oder sonstigen Gegebenheiten, sondern die Gebührenordnung für Ärzte gilt 365 Tage im Jahr. Achten Sie auch darauf, dass Sie eine ausführliche Anamnese erhalten. Jeder vernünftige Facharzt, der sein Handwerk versteht und ernst nimmt, wird Sie vorher untersuchen und erst einmal schauen,
ob der Eingriff für Sie überhaupt in Frage kommt und sinnvoll ist. Zudem erkläre ich Ihnen auch die Risiken und Nebenwirkungen der jeweiligen Behandlung. Leider erleben wir bei vielen Billigangeboten draußen, dass hier gerade in diesen zwei Bereichen sehr wenig getan wird, der Patient nicht ordentlich aufgeklärt wird und die Folgen davon können sehr umfangreich sein. Weiterhin sollten Sie Abstand von dem Angebot nehmen, wenn Ihnen vor der Behandlung, ohne dass Sie der Operateur jemals gesehen hat oder der behandelnde Arzt gesehen hat, schon eine Behandlungszusage erteilt wird. Kein Arzt wird Ihnen eine Behandlungszusage geben, wenn er nicht weiß, ob er den Eingriff überhaupt durchführen kann oder darf. Wir werden oft gefragt, warum so viele unterschiedliche Angaben im Internet vorhanden sind zum Thema Kosten und Preise. Grundsätzlich richtet sich der Preis einer Behandlung immer nach dem jeweiligen Umfang und Aufwand der Behandlung. Jeder Mensch ist einmalig. Jeder Mensch hat einmalige Voraussetzungen und auch einen eigenen Veränderungswunsch. Nicht jeder Patient ist gleich. Grundlage zur Abrechnung im Medizinbereich bildet immer die Gebührenordnung für Ärzte. Folgende Faktoren nehmen Einfluss auf die jeweils entstehenden Kosten. Erst einmal der Operations- oder Behandlungsumfang. Die Qualifikation des Facharztes ist wie im normalen Leben. Der Azubi wird niedriger verrechnet als wie der Meister. Dann die Sicherheit im Operationsbereich kostet auch Geld. Wenn eine Notfallmedizin bereitgestellt wird oder auch hochwertige OP-Säle, Reinluftanlagen etc., die sind von der Wartung und vom Unterhalt her kostenaufwendiger, als wenn diese nicht vorhanden sind. Ein Punkt, der oft im Internet nicht erwähnt wird, ist das Thema, ob der Eingriff medizinisch notwendig ist oder nicht notwendig ist. Gerade bei Brustoperationen, Bauchdeckenstraffungen. Medizinisch notwendige Eingriffe sind in Deutschland nicht mehrwertsteuerpflichtig. Medizinisch nicht notwendige Eingriffe fällt Mehrwertsteuer an. Das macht einen Preisunterschied von 19% aus. Dann ist die Fragestellung, sind alle Dienstleistungen oder Nebenkosten enthalten? Wie zum Beispiel Fäden ziehen, Nachkontrolle, Nachuntersuchungen, Blutabnehmen vor der OP, kommen noch Anästhesiekosten hinzu, kommt die Übernachtungskosten, Verpflegungskosten im Krankenhaus hinzu, etc. Müssen Sie einen Kompressionsmieter selber kaufen? Das sind alles Faktoren, die die Kosten beeinflussen. Die Fragestellung ist, wird hier der Netto- oder nur der Behandlungspreis angegeben oder der Gesamtkostenpreis? Dann ist die Fragestellung, welche Materialien werden verwendet? Ich kann einen Mieter einkaufen, der bei einer Fettabsaugung, der kostet im Einkauf 30, 40 Euro. Ich kann aber auch einen Mieter einkaufen, der 120, 150, 200, 250 Euro kostet. Dasselbe bei Silikonimplantate bei einer Brustvergrößerung. Es ist wie in jedem anderen Bereich auch, hochwertige Materialien kosten einfach mehr wie billige Materialien. Sie werden es aber gerade merken, wenn Sie einen Kompressionsmieter mal 6 Wochen lang tragen. Wir werden oft gefragt, ob die Beratung bzw. Operationsaufklärung kostenpflichtig ist. Definitiv ja. Wir müssen sogar abrechnen. Das Heilmittelwerbegesetz schreibt vor, dass jede ärztliche Dienstleistung, dazu gehört auch die Beratung, OP-Aufklärung oder Voruntersuchung, gemäß der Gebührenordnung für Ärzte abgerechnet wird. Bei medizinischen Leistungen merken Sie dies bloß nicht, weil sie meistens mit der Krankenkasse direkt abgerechnet werden. Sprich, bei Leistungen, die von der Krankenkasse nicht getragen werden, werden diese immer mit dem Patienten abgerechnet. Wir werden auch oft gefragt, ob die Kosten für die OP von der Krankenkasse bezahlt werden oder von der Behandlung. Grundsätzlich bezahlen Krankenkassen immer medizinisch notwendige Behandlungen. Diese werden über das Sozialgesetzbuch bzw. über den Bundesausschuss dementsprechend definiert und auch festgelegt. Teilweise haben Krankenversicherungen noch Zusatzleistungen, die diese gesetzlichen Leistungen ergänzen. In der Regel liegt bei ästhetischen Operationen keine medizinische Notwendigkeit vor. Daher sind die Kosten in der Regel vom Patienten selbst zu tragen. Sollten die Kosten aber von der Krankenkasse getragen werden, so müssen Sie eine Notwendigkeit nachweisen. Wenn Sie hier eine vorhandene Krankengeschichte haben, ist das immer von Vorteil, weil Sie müssen grundsätzlich dem Sachbearbeiter bei der Krankenkasse verständlich machen, warum eine Operation notwendig ist. Wenn die Krankenkasse Zweifel hat,
kann die Krankenkasse den medizinischen Dienst aktivieren. Der medizinische Dienst schätzt sie dann ein und erklärt dann oder untersucht sie und beurteilt dann, ob eine Operation notwendig ist oder nicht. Haben Sie noch Fragen? Wir stehen Ihnen gern für weitere Informationen zur Verfügung. Ich hoffe, ich habe Ihnen interessante Informationen liefern können. Falls nicht, Sie können gern unsere kostenfreie Rufnummer 0800 678 4565 nutzen oder uns über die Kommentarfunktion ein Feedback geben. Vielen Dank.